an der Baumgrenze. Am 11. spätabends nahmen hier im Gasthaus ein Mädchen und ein junger Mann, wie sich herausstellte, aus Mürz Zuschlag ein Zimmer. Die beiden waren schon kurz nach ihrer Ankunft im Gastzimmer erschienen, um ein Nachtmahl einzunehmen. Ihre Bestellung gaben sie rasch, nicht im geringsten unbeholfen auf, handelten jeder für sich dabei vollkommen selbstständig. Ich sah, dass sie gefroren hatten und sich jetzt in Ofennähe aufwärmten. Sie seien, meinten sie, über die Menschenlosigkeit, die hier herrsche, überrascht und erkundigten sich, wie hoch Mühlbach liege. Die Wirtstochter gab an, dass wir uns über 1000 Meter hoch befänden. Das ist unwahr. Ich sagte aber nicht 980. Ich sagte nichts, weil ich in der Beobachtung der beiden nicht gestört sein wollte. Sie hatten mich beim Eintreten in das Gastzimmer zuerst nicht bemerkt, waren dann, wie ich sah, über mich erschrocken, nickten mir zu, schauten aber nicht mehr zu mir herüber.